versucht, hier einen Neubau anzustellen, der repräsentativ und gleichzeitig aber auch den Charakter übernimmt von den Örtlichkeiten. Also wir sind hier in einem Bauerndorf und die Architektur übernimmt eigentlich das Provisorium oder die Holzelemente, die so Bauernhöfe und Schür auszeichnen. Das ist eigentlich das Herzstück des Ausstellungsraums. Es ist ein richtiger Y-Cube, wenn man jetzt die zwei grossen Fenster eigentlich wegnimmt. Die zwei Fenster haben wir gemacht, damit genügend Licht reinkommt. Und wir haben das auch so inszeniert, dass eigentlich das Tageslicht während der Öffnungszeiten nicht direkt in den Raum reinkommt. Wir haben so eine sehr gute Lichtsituation können schaffen. Jetzt im Projektraum der Galerie. Die Schür ist 200 Jahre alt und liegt zwischen zwei Bauernhäusern. Es war uns wichtig, dass wir neben dem White Cube, neben der Galerie, einen Raum haben für experimentelle Arbeiten. Natürlich hat jeder Künstler gerne die Ausstellungsfläche von einem White Cube, aber die Herausforderung, in so einem Kontext auszustellen, ist eigentlich das Kribbeln in den Fingern von jedem Künstler.